Soldaten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Bravo 4-2. Ihr seht mich gleich im Rückspiegel. Da war wieder ein Lichtback. Starte 10:45. Söder fahrt nicht mehr. Stand by. Ja, ich komm doch schon. Korrigiere, wir haben ihn, wir haben ihn. Ja, schön. Ihr Vollidioten. Wiederhole alle Einheiten, Verfolgung auf Alarmstufe 4 erhöhen. Alarmstufe auf 4 erhöhen. Ich bin Roboter, ich bin Roboter, doof. Bestätige, verdächtiges Fahrzeug gesichtet. Fahr halt einmal zu da. Oh yeah. Er ist durch die Straßensperre gerast. Charlie 15, wir haben eine Straßensperre errichtet. Zentrale, Verdächtiger hat mich gerannt. Weiß nicht, ob ich die Verfolgung fortsetzen kann. Ja, das geht schon mal. 10:33, Routineunterstützung zwecklos. Brauche sofort Code 3 Verstärkung. Mhm. Okay, verstanden, 2-1. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Sorry, sorry. Aber wir meinen ja nicht, dass das passiert, was gerade machen. Abdrehen. Ja, auch mit dem Staubwedel da. Fünf eins bittet um aktuellen Ladebericht. Oh, wow. Das war knapp. Schnell, greift ihn ein und setzt ihn fest. Wir zwingen den Kerl zum Anhalten. Das ist immer eine super Idee. Kino 55. Bin 10:23. Ja, 10:23 ist. Das bin dann ich. Verfolgeeinheiten. Drängt ihn, wenn es geht, nach links. Wir haben ein paar Nagelbänder für ihn ausgelegt. Jawohl. Ist zwar nicht geflogen, aber. Probleme, da durchgebrochen. Er ist durch. Bravo 2-8, wir haben eine Straßensperre errichtet. Lasst ihn ruhig kommen. Ja. Ich komm von alleine. Auch nicht die Überschlagung, das wird schon langsam peinlich. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. Code 6 ist außer Sichtweite. Versuche auszuholen. Ich komm doch schon, ihr checkt es nicht. Vorbei. Auch nicht überschlagen, oder? Nee, jetzt schon langsam wird es peinlich. Wir lassen uns was anderes einfallen. Cool. Alle Einheiten, lasst euch etwas zurückfallen. Wir holen uns später. Alle Verfolgeeinheiten, haltet euch vor der Straßensperre rechts. Links liegen 10 Sigma 60er. Mhm. Da noch 5000 Sachschaden. Code 6 Fahrzeug verloren. Zentrale, Fahrzeug gesichtet. Er flüchtet. Und tschüss. Verfolge Flüchtigen, Verdächtigen. Verfolgen würde ich das jetzt nicht mehr nennen, aber. Alle an der Verfolgung beteiligten Einsatzkräfte. Verdächtiges Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Richtung Norden. Zentrale, Code 6 Zielobjekt gefunden. Nehme Verfolgung wieder auf. Ich glaube nicht, dass du noch eine Verfolgung machen kannst. Ich gebe auf und zieh mich zurück. Ja, das vorne ist ein. Wow. Ich hab ihn, Löhr, schickt alle her. Sehr gut. Gut, legen wir los, Zentrale, schickt alles, was ihr habt. Der Kerl geht uns langsam auf die Nerven. Ich euch auf die Nerven? Ihr mir. Ups. Das Auto ist so langsam hier. Schnapp ihn euch, schnell! Du bist ja zu Fuß noch schneller davon. Jeden Zug aus der Sicht. Kann ihn jemand ablenken? Wunderbar. Verdammt zu schnell. Oder ich zu spät, wie auch immer. Schon wieder. Versucht ihn nach links abzudrängen. Wir haben ein paar Nagelbänder für ihn ausgelegt. Jawohl, jetzt überschlägst du dich auch mal. Immer noch nicht. Das ist schon echt peinlich. Jetzt ist es dann schon peinlich. Er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge
Strecke gekracht. Ich bin gefahren, nicht gekracht. Krachen ist unkontrolliert. Gefahren ist meistens kontrolliert. Sichtkontakt verloren. Stand by. Ja, Hubi, dreh noch ab. Wir müssen das Gebiet durchsuchen. Komm schon, Hubi. Hubschrauber. Bestätige. Der Verdächtige. Hat sie gefunden. Blaulichtverfolgung. Oh, falsche Richtung. Sind in Warteposition über dem Fahrzeug. Ah, sind sie schon direkt. Ist der Einsatzleiter bei euch? Wir starten erst, wenn er vor Ort ist. Der Einsatzleiter ist im Moment noch nicht da. Aber den brauchen wir auch nicht. Lol. Jetzt komm schon. Jawohl, so will ich das haben. Fuck yeah. Ich bin bei ihm. 10:45. Ja, das kommt davon, hä. Dränge nie etwas ab, was du nicht abdrängen kannst. Das hat schon mein Opa damals gesagt. Unser Fokus liegt auf Reserve. Ihr Vollidiot. Kann sein, dass wir abbrechen müssen. Tja, dass ich unter 3 Minuten bleibe, das geht wohl wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber... Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt... Kurz 6 Zielobjekt gefunden. Nehme Verfolgung auf. Ja. Seite. Fahrer scheint nicht anhalten zu wollen. Er hat alle ausgeschaltet. Ich bin hier. Hier ist keine Einheit mehr. Außer mir. Ich brauche Verstärkung. An alle Einheiten Achtung. Nagelbänder vor der Straßensperre auf der linken Seite. Jetzt übersteckst du die Wunde. Hey, was ist denn da los jetzt? Ja, jetzt gefahren. Das stimmt schon eher. Nicht gekracht. Ich hätte gerne noch eine Straßensperre. Komm schon, eine Straßensperre. Mir zuliebe. Leute! Mein Co-Pilot hat mehrere Boote. Halte durch! Code 6 hat einen Crash, ich kümmere mich darum! Eigentlich wollte ich mich um dich kümmern, aber ging leider nicht ganz. Zentrale, ich habe alle Einheiten verloren. Brauche mehr Unterstützung. Unterstützung ist noch ein paar. Eine Minute vor eurer 20. Sierra 1, ich bin dabei. Steuere eure Position mit Code 3 an. Der Fahrer hat die Sperre einfach durchbrochen. Ja. Verfolgereinheiten, jetzt will ich entkommen. Wir haben eine Straßensperre für euch errichtet. Jetzt würde ich ganz gerne entkommen. Kurz 6 ist entkommen. Augen auf, er kann nicht bald sein. 299.000. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Richtung Süden auf dem Campus Circle. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6 und wird auf TLC 3 koordiniert. Auf alle Fälle. Verfolgungsdauer 8 Minuten 47. Ja, das war doch mal wieder eine schöne, erfolgreiche Jagd hier. Oh, und wieder lesen. Tipps zu Straßensperren. Wenn deine Verhandlungsstufe höher steigt, versucht die Polizei, dich mit Straßensperren einzukesseln. Jede Straßensperre hat ihren Schwachpunkt. Manche Sperren blockieren nicht die ganze Straße, bei anderen solltest du immer versuchen, an den Absperrungen durchzubrechen. Wenn du um eine Ecke kommst, um in die Straßensperre gerätst, denk daran, dass der Speedbreaker dir etwas mehr Zeit verschaffen kann. Versuche die Wagen am Heck zu treffen. Dort sind sie leichter und geben dir eine höhere Fluchtchance. Auf den höheren Verhandlungsstufen musst du auf Nagelbändern achten. Wenn es so aussieht, als ob eine Straßenseite nicht gesperrt ist, sieh lieber genau hin. Sonst fährst du vielleicht über die ausgelegten Nagelbänder, was mit einer Festnahme endet.
Polizei teilt die Position der Nagelbänder über Funk mit, damit die Beamten ihnen ausweichen können. Also halte die Augen und die Ohren offen. Ja, sie teilen es vielleicht mit, aber keiner von denen, der drüber fährt, dem passiert auch nur ein bisschen was. Das ist ein bisschen gemein. Na gut. Zentrale, hier ist Bravo 28. Ich habe zwei weitere Einheiten bei mir. Wir brauchen voraussichtlich 3 Minuten für die Sperrung. Ja, 3 Minuten, so lange kann ich leider nicht mehr warten. Ich hab's eilig, ich bin ein reicher Geschäftsmann. Schauen wir mal. Gesamtkopfgeld, jawohl, 200.000 sogar mehr. Dann gehen wir gleich mal auf Nein und wechseln gleich mal wieder zum... meinem lieberen Auto, der Porsche. So, und bevor ich jetzt weitermache, muss ich erst nochmal kurz pissen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Jo, da bin ich wieder zurück. Jetzt entleert. Meilensteine. Fangen wir erstmal da an, oder? Weniger als 3 Minuten, ne, ist ja billig. 2,55. Oh, freue ich mich schon auf das unten rechts Bild da. Das rechte unten. Was da war. Ah, das ist wieder das eine Spule, oder? Jetzt weiß ich jetzt schon, dass wir da garantiert... Oh. Ey. Mann, nicht gar so einen Gartenknick. Schade. Wäre schön geworden. So, 2,55 haben wir. Und wunderschön ist das Bild geworden. Gleich den nächsten. 180. Oh, das war knapp. Gut, 180. Auch sehr schön. Und noch mit 230. Durch eine beschränkte Ortschaft. So, 100 noch. Ups. Auch perfekt. Läuft doch hier alles wie im Schnürchen. Ja, der Küstenbezirk kann ich mal. Wie viele Rennen müssen wir denn jetzt gewinnen? 7. Aha, jetzt sind schon raufgegangen. Fangen wir mal mit Track an. Mit Schulten. Mit dem Schulten, ja. Mit dem Aston Schultner. So, los geht's. Zu früh geschalten, schon wieder falsch geschalten. Oh, das wird gar kein gutes sein. Ja, sicher. Sicher, sicher. Ja, klar, völlig sicher. Sicher, aber sicher doch. Das bleibt ganz klar. Oh, wollte ich nur sagen. Oha. Verdammt. Was? Da kann man gar nicht rechts fahren? Ich hab doch rechts gedrückt, ist doch Schwanz. Ist doch scheiße hier. So, jetzt komm auf jetzt. Er kann rechts fahren, oder wie? Oh. Dem seine Achse hat auch nicht mehr gut ausgeschaut. Naja. Versicherung zahlt schon. Zweimal nur gut, verdammt. Was soll jetzt das werden? Leute.